Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bed Ride. Im letzten Part haben wir ja ein paar Quests gemacht und in diesem Part gucken wir uns dieses große Banditenlager an und versuchen es zu befreien. Und wenn wir das noch schaffen, dann wollen wir auf jeden Fall auch Bradford noch befreien. Genau, das ist so der Plan für heute. Wir gucken mal, wie weit wir kommen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Let's go! Ja Leute, wie ihr sehen könnt, stehe ich jetzt hier bei unserem Reiseschild, was uns nach Bradford führt. Ich habe auch etwas vorbereitet und zwar hier mal wieder mein kleines Bermuda-Dreieck. Ich möchte jetzt probieren, dass wir es vielleicht mit Bradford zuerst versuchen. Deswegen habe ich auch die Quest ausgewählt. Die Zeit ist gekommen, Bradford. Ich bin gespannt. Ich bin ausgerüstet mit Pfeilen und Verbänden. Ich hoffe sehr, es klappt beim ersten Mal, weil diese Befreiungen solo und dann noch nicht so wirklich krass geübt, die finde ich schon echt immer extrem zeitaufwendig. Deswegen, wie gesagt, mal schauen, was draus wird. Wir gehen jetzt zu Patrick und quatschen ihn an. Dann sind ja die Wachen eh schon hinter uns her. Dann flüchte ich ganz schnell in mein Dreieck und hoffentlich rennen sie uns dann auch immer noch nach. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. Wir quatschen jetzt erstmal mit ihm. Und los geht's. Sie sind alle aufgebracht. Tschö mit Ö. Ich hoffe natürlich auch, es sind nicht so viele Bogenschützen dabei. Denn die sind immer ultra pain, gerade weil man eben in Bradford auch nicht wirklich oben bauen konnte. Das heißt, ich musste jetzt unten bauen, weil alles hier so abschüssig ist. Das ist halt das Problem und dann können die Bogenschützen auf diesem blöden Berg stehen und von oben nach unten schießen und mich vielleicht erwischen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was das jetzt gibt. Mal gucken. Wir flüchten uns jetzt ganz schnell hier rein. Bogenschützen, bitte trefft mich einfach nicht. Und sie drehen um. Okay, das war irgendwie klar. Das ist aber jetzt erstmal kein Problem. Warten ab, ob sie zurückkommen von selber oder ob ich reinschießen muss. Ich schieße einfach mal rein. Ja, jetzt hat es geklappt. Jetzt sind sie auf dem Weg. Hier kann man nicht durch, wie ihr seht. Also hoffentlich kommen sie dann auch genau dorthin. Also da hinten läuft irgendwer, aber das ist, glaube ich, keine Wache. So, da hinten kommen sie angeschissen. Jetzt habe ich schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Bin wieder total außer Übung, ey. Okay, er trifft mich hier auf jeden Fall schon mal. Schon? Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Ja gut, ich habe es mir irgendwie fast gedacht. Naja, was soll ich machen? Das ist halt einfach echt immer blöd. Also, gut, ich muss mich halt auch mehr bewegen. Das ist wahrscheinlich einfach das Problem. So, Essen habe ich, glaube ich, noch dort. Kann ich jetzt hin? Nee, na klar, natürlich nicht. Okay, da muss ich jetzt warten, bis die Leutchens da weggegangen sind. So, und da wir keine Zeit für den Scheiß haben, dass sie jetzt die ganze Zeit da hinten rumstehen und ich nicht hinreisen kann, gehe ich jetzt einfach hin. Ich glaube, das geht dann um einiges schneller, weil die Zeit rinnt ja eh so krass. Und sonst werde ich ja morgen wieder nicht fertig. Okay, wir sind wieder da. Dann ganz schnell unsere Leiche plündern. Und auch mal hier das Zeug gegessen. Okay, dann sind wir soweit erstmal ready. Vielleicht nochmal kurz verbinden. 6 Leute sind es, die wir weghauen müssen. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir geben nicht auf. Wir machen immer weiter. Kommt. Sie kommen. Okay, da muss ich mich vielleicht einfach tatsächlich doch mehr bewegen. Ich habe mir hier mal eine Lagertruhe hingestellt für alle Fälle. Hallo, wo seid ihr? Da hinten, da hinten. Ich muss üben, Leute. Ich muss wieder üben. Oh, das ist ein Bogenschütze. Aber solange die anderen nicht da sind. Was
sehe nichts. Hilfe. Ich treffe zumindest die Bogenschützen und die anderen sind auch noch da. Okay. Vielleicht ist das eine ganz gute Taktik, dass wir erstmal die irgendwie weghauen. Es scheinen ja nur zwei zu sein. Also so klappt es, glaube ich, ganz gut. Na komm, fall doch jetzt endlich mal um. Ich bin konzentriert, Leute, sorry. Yeah, der erste liegt. Okay, jetzt hauen sie wieder ab. Das macht aber nichts. Wir haben den ersten Bogenschützen schon erledigt. Sehr nice. Ich verbinde mich in der Zeit wieder. Und dann warten wir mal, wann sie wieder zurückkommen. Das weiß ich nicht, soll ich ihnen gleich looten gehen? Können wir ja eigentlich machen. Okay, nee, machen wir nicht. Weil sie nämlich schon wieder zurückkommen, die Leute. Die Scheißer, wollte ich eigentlich sagen. So, dann hoffen wir mal, dass sich der andere Bogenschütze wieder genauso schön hinstellt wie gerade eben. Da wäre es mir sehr geholfen, wenn du machen würdest diese. Wo steht er denn? Ach shit, da oben. Sehe ich ja gar nichts. Doch, da ist er. Das ist halt genau der Baum davor, gell? Aber dann kann ich in der Zeit mal versuchen, die hier zu treffen. Jawohl. So, und ich glaube, er hat keine Munition mehr. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Schaut her, ich mache oben über seinen Kopf. Es geht nicht. So geht's. Okay, perfekt. Ja, genau. Er muss sich dann natürlich wieder bewegen. So, wisst ihr was? Ich will mich jetzt mal auf die Truhe stellen. Ja, okay, jetzt hauen sie wieder ab. Macht nichts, die kommen gleich wieder. Wir plündern in der Zeit mal Simas und Saal. Oh yeah, der hat echt nices Essen. Was ist denn besser? 33, 33, 55, 18. Nehmen wir das. Na kommt, ihr Süßis. Ich warte doch auf euch. Drei Stück brauchen wir noch. Dann ist Bradford befreit und ich kann mir da endlich die anderen Leutchens holen. Sehr gut, sehr schön. Hat doch die Taktik funktioniert. Achso, bitte rüste deinen Bogen aus, Madame. Hey, warte mal. Was rennst du jetzt wieder weg? Bist du deppert? Hallo? Na gut, okay. Ich weiß warum. Weil ich wieder nicht in Reichweite war. Dann holen wir jetzt in der Zeit kurz den Beutelchen da oben. Wo ist er denn? Da hinten. So, von Robert. Er hat zwei Kupfernägel. Sehr toll. Kommt ihr vielleicht mal wieder? Hallo, Leute. Kommt ihr? Jetzt möchten sie nicht mehr. Ist schon Feierabend oder was? Oder Mittagspause. Los. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was ist los mit denen? Muss ich jetzt echt hinlaufen? Oh, das sind solche Lappen. So, da hinten ist doch einer. Kommst du jetzt her? Ja, tut er. Einwandfrei, dann bleibe ich jetzt auch mal hier stehen und versuche ihn so zu treffen vielleicht. Oder? Soll ich lieber zurückgehen? Ich glaube, ich gehe lieber zurück. Einmal rauf mit uns. So, komm her, ich bin hier, du kannst mich erwischen. Genau, so ist fein. Okay, er trifft mich natürlich. Hm.
Komm schon, noch einmal. Jawohl, ja. Kommt ihr her? Hier so, ja. Super. So ist gut. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Sehr schön. Und du noch? Komm her. Du haust doch jetzt nicht ab. Doch, er haut ab, tatsächlich. So was Blödes. Es ist doch nur noch einer. Gehst du rauf, please? Komm zurück, bitte. Ich habe eine Überraschung für dich, weißt du? Was ganz Tolles zum Spielen. Wo ist er denn? Na komm, guck mal, hier bin ich doch. Fang mich doch. Das ist... Oh, blöd. Komm schon. Jawohl, ja. Noch einmal. Noch einmal. Toad. Und wir haben es geschafft. Was hat er? Was war das? Ernten. Ja, very good. Dann gehen wir natürlich jetzt instant zu... Ach so. Ach, Leute, ich bin so bescheuert. Ich muss ja auch noch den Glockenturm errichten. Das habe ich ja total vergessen. Ich dachte, ich gehe da jetzt hin, kill die kurz und dann ist gut. Nee, Pustekuchen, dieser Kack-Glockenturm. Und dann muss ich ja nochmal die... Die anderen da, oh Gott. Ja, das war natürlich nicht geplant. So ein Schissel. Ach, Manu. Muss innerhalb der neutralen Dorfzone gebaut werden. Ja, ja. Dann stell dich doch hier hin. Also, wir können auf jeden Fall schon mal Kupfernägel hinzufügen. Baumstämme 5, Holz, Holzplanken, ja genau. Okay, Leute, dann kümmere ich mich drum, dass ich das da jetzt alles reinschmeiß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es dann soweit ist. Ich habe jetzt die restlichen Materialien für den Glockenturm zusammen. Pack jetzt alles rein. Und jetzt sollen sie den doch einfach mal schnell fertig bauen. Wir gehen dabei wieder nach Hause und rüsten uns aus. Und ja, dann müssen wir nur noch die Ankunft der blöden Brigantentrupps abwarten. Ich freue mich. Nüscht. Und der Bau vom Glockenturm ist abgeschlossen. Eine große Überfallgruppe ist auf dem Weg zu Bradford. Ich bin jetzt hier bei ihm, weil ich mir noch mal ein bisschen Mampf kaufen wollte. Das machen wir jetzt auch mal. Denn ohne Mampf kein Kampf, wir wissen es alle. Und jetzt gucken wir mal, von wo sie kommen, wo sie langdüsen und wo wir uns dann aufstellen. Ich hoffe natürlich sehr, dass sie, naja, wieder hier lang kommen. Weil dann könnte ich mich wieder hier verbunkern. Das wäre halt schon gut, ne? Aber ich weiß es nicht. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal beobachten. Es wäre auf jeden Fall cool, wobei ja gut, wenn sie hier lang gehen würden. Ich habe ja hier auch noch so eine Barrikade gebaut. Da müssen wir halt jetzt mal gucken. Okay, also wie es ausschaut, gehen sie jetzt doch über die Brücke. Das heißt, ich porte mich auf jeden Fall schon mal dorthin und stelle mich in meine Barrikade. Ich hoffe, dass sie dann trotzdem hier lang gehen. Müssen wir da mal gucken. Sorry, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Und wenn ich es jetzt hier nicht schaffen sollte, dann habe ich vielleicht immer noch die Möglichkeit, sie dann auch hier wieder abzufangen. Müssen einfach gucken.
ob wir es hinkriegen oder nicht, weil das Problem bei denen ist, die flüchten ja dann nicht wieder zurück zu einem Punkt, sondern wenn sie flüchten, dann flüchten sie ja immer wieder geradeaus Richtung Stadt. Und ja, das finde ich ist immer so ein bisschen problematisch. Deswegen warten wir jetzt einfach und schauen, was passiert. Ich habe hier auf jeden Fall auf dem Hügel gebaut. Ich denke, dass mich die Bogenschützen hier nicht treffen. Aber sicher kann man sich natürlich nie sein. Deswegen, genau. Ich habe hier auch so eine Liste, was ich an Arbeitern bekomme, wenn ich Horndien befreie. Und das wären Holzfäller, Schmied und Ingenieur. Das finde ich natürlich jetzt ein bisschen mau. Ich meine, klar, den Ingenieur habe ich jetzt noch nicht. Ich habe den Holzfäller und den Schmied. Den habe ich aus Petstow. Zumindest den Holzfäller. Den Schmied habe ich aus Herndien. Genau, das heißt, eigentlich müssten wir in der nächsten Instanz dann tatsächlich nach Farnworth, denn da gibt es dann den Arbeiter, den Gastwirt, den Weber und den Heiler. Und ja, da wären es auf jeden Fall drei Leute, die ich rekrutieren könnte, statt eben nur einem. Aber gut, ich dachte, das wäre halt die sinnvollste Reihenfolge und deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Und Leute, kommt ihr dann vielleicht auch mal oder muss man euch darum bitten oder was ist los? Ich hoffe natürlich nicht, dass sie hier lang gehen. Das wäre sehr, sehr belastend. Denn hier habe ich nämlich absolut gar nichts gebaut. Und so wie es aussieht, ich habe Angst, dass sie tatsächlich da lang gehen. Da muss ich gucken, ob ich sie irgendwie abfangen kann. Aber jetzt lassen wir uns mal überraschen, was sie tatsächlich machen. Die werden jetzt querfeldein da lang gehen. Shit. Okay, dann riskiere ich es einfach und laufe ihnen jetzt entgegen. Ich weiß, ich bin jetzt zum Scheitern verurteilt und essen muss ich auch was. Aber was soll ich anderes machen, ne, Leute? Vielleicht habe ich ja Glück und schaffe es irgendwie auch ohne meine Barrikade. Wo sind sie? Ja, genau, sie gehen nämlich hier lang. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier rüber und versuchen sie dort abzufangen. Das sind sie aber nicht, oder? Nee, ich glaube, das sind sie nicht. Nochmal kurz gucken. Ja. Ich bin aufgeregt. Das war aber natürlich auch jetzt wieder blöd von mir, dass ich tatsächlich hier nicht auch irgendwas gebaut habe. Ich habe hier nicht mal irgendwelche Steine oder so, wo ich mich draufstellen könnte. Und da sind sie alle. Da. Okay, Leute, let's go. Okay, ich muss weg. Weg aus der Schusslinie. Nein, hör doch auf zu laggen. Fuck you. Oh nee, und da hinten ist auch irgendwas. Belastend, belastend. Leute, Leute. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Da hinten ist es zumindest felsig. Vielleicht kann ich da irgendwas anstellen. Ach, das wäre so geil. Aber ich glaube fast nicht. Jetzt gucken wir mal. Oh nee, sie hauen ab. Nein, sie hauen ab. Hey, geh doch da jetzt lang. Da sind Wölfe. Dann kann ich sie zumindest von hier oben vielleicht irgendwie... Okay, und dann vielleicht, wenn ich mich da hinstelle, muss ich mal gucken, ob das irgendwie klappt. Kommen die jetzt drauf oder was machen die? Ach, die kämpfen immer noch gegen den Wolf. Ja,
Super. Und ich stehe jetzt hier blöd rum. Scheiße, sie gehen wieder. Ja, kommt zurück. Ey, ey, ihr, so haben wir vorhin nicht gewettet. Fuck. Oh mein Gott, es sind ja drei. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ach, Mann. Kann ich hier irgendwo hin? Bitte, irgendwo. Hier, vielleicht hier. Verbind dich mal schnell, beziehungsweise trink den Tranky. Los, trink den Tranky, hör auf. Sie hauen ab. Nein, ich möchte das nicht. Scheiße. Da ist ein Bogenschütze. Ach, Kacke, es sind drei Stück. Das wird doch nie was. Fuck. Geh rauf. Oh, ich wusste es. Warum geht sie denn auch nicht einfach rauf, die blöde Alte? Mann. Drecksack, echt. Nee, einen Bogen brauche ich nicht nochmal. Verbände und Essen. Jetzt ist natürlich mein gutes Essen auch da. Sorry, Leute, meine Katze ist gerade irgendwie am Randalieren. Oh ja, wir haben einen Topf, das hier und Fleisch. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, schauen wir mal. Katze, hör auf. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Ja, das Problem ist, ich habe hier nichts entdeckt. Okay, Leute, ich bin jetzt hierher, habe mich hier nochmal so eine kleine Barrikade gebaut. Es ist jetzt auch schon wieder 18.41 Uhr, es wird gleich dunkel. Ja, und die kommen jetzt von hier. Ich kann euch nicht sagen, ob das noch was wird, weil ich noch nicht mal einen davon gekillt habe. Und deswegen, ja, ich schätze mal, wahrscheinlich eher nicht. Aber wissen kann man es nie und deswegen dürfen wir jetzt nicht gleich aufgeben. Kommt ihr blöden Männer jetzt endlich mal. Mir reicht's nämlich hier mit euch. Ich kann ja mal hinschießen, mal schauen, ob sie das vielleicht schon triggert. Weil so weit weg sind sie nämlich auch nicht mehr. Schaut's mal. Ich habe sie getriggert. Okay. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich verschwinde mal hier rein. Also die Bogenschützen dürfen mich jetzt hier auf jeden Fall nicht treffen. Na kommt. Mein Gott, ich hoffe, das klappt jetzt einfach. Oida, wie viele sind denn das? Wer seid ihr denn? Sind die das? Ja, doch. Aber ich möchte doch, dass du hierher kommst. So wie der oder die. Ja, genau so nämlich. Oh mein Gott, ich hoffe, das klappt jetzt einfach. Scheiße, er hat mich getroffen. Und wo ist er jetzt hin? Oh no. Oh fuck. Wer trifft mich da die ganze Zeit? Verbind dich, schnell. Why? Why? Just why? Why, why, why? Jetzt habe ich natürlich wieder keine Pfeile ready. Das pisst mich so an, diese blöden Befreiungen immer. Ich kann es euch echt nicht sagen, wie mich das nervt. Wirklich. Haben wir jetzt da noch irgendwas Leckeres zu essen? Ja, wenigstens das. So. Gut, wo sind sie? Sie sind jetzt dort. Heißt, ich kann eh nur noch hier hin. Und dann schauen wir, ob es dort klappt. Die sind so blöd. Ich meine, einer wäre fast draufgegangen, aber das war es halt auch schon.
Und Dunkelheit ist auch nicht so gut. Ach Mann, Leute. Ich kann jetzt höchstens versuchen, sie irgendwie noch zu triggern. Die lassen sich aber nicht triggern. Doch, jetzt glaube ich, habe ich sie. Okay, jetzt habe ich sie. Gut, 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 gut. Dann schauen wir mal, was das jetzt gibt, weil ich jetzt dann wieder nichts sehen werde. Und das macht mir ein bisschen Sorgen mit den Bogenschützen. Sie müssen einfach jetzt mal out of ammo gehen. Kommt her, ihr Blödmänner. Und da oben steht mein Glockenturm. Oh, fuck. Jo. Und sie hauen wieder ab. Natürlich. Wie soll's auch anders sein? Oh, ich hab sie wieder. Toll. Schön, dass ich so viel sehen kann. Doink, doink, doink. Hallo? Was ist los? Kommt ihr vielleicht? Kommt halt. Ich stehe doch hier. Ihr seid hier irgendwie doof. Also das gibt's doch gar nicht. Wieso lassen sich die jetzt nicht triggern? Ich stehe eigentlich so, dass sie mich erwischen könnten. Komm halt her. Warum stehst du denn jetzt da so dumm? Die Bogenschützen nicht. Da muss ich vielleicht doch erstmal hier probieren. So, wenn es bleiben würde, wäre es perfekt. Aber ich bezweifle das. Aua, die treffen mich. Shit. Und dann habe ich am Ende wieder nicht genug Pfeile. Ich sehe es jetzt schon kommen. So, wir müssen jetzt... Schau, ich schieße ihn mitten in sein Face. Genau. Nein, nein, bleiben. Halt, bleiben. Nicht weggehen. Nicht weggehen. Bleiben, bitte. Jawohl, kommt's zurück. Bitte habt doch irgendeine Pfeile. Ach, scheiße. Warum? Nein, halt, halt. Bleiben. Bleiben. Bleibt, please. Kommt zurück. Kommt zurück. Ja. Scheiße, er hat auch keine Pfeile. Bitte, Robin. Ah. Oh, da ist ja noch eine. Oh, der hat viel geiles Zeug, aber keine Pfeile. Habe ich keine Pfeile mehr? Doch. 24 Stück noch. Ich muss jetzt sparsam sein. Es sind noch drei Leute, wie es ausschaut. Komm schon, bitte lass es uns einfach schaffen. Fuck you. Oh ja. Kommt ihr bitte auch noch her, ihr zwei? Komm. Oh ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. Du einer. Bitte komm. Acht Pfeile noch. Komm zurück, habe ich gesagt. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Noch sechs Stück. Na komm, wo bist du? Komm her. Feini, ganz, ganz fein. Los.
Auf geht's. Wo bist denn? Komm. Ja, ja. Super. Feini. Wo ist er? Da. Nein, er haut wieder ab. Boah, ist das ein Sacksteiger. Jetzt habe ich dann keine Pfeile mehr. Komm her. Er kommt. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe noch 2 Pfeile. Sonst nichts. Bist du? Nein, 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 er haut schon wieder ab. Hey, ich bin hinter dir. Oida, du regst mich auf, aber sowas von. Geh her jetzt. Komm. Scheißkerl. Wo bist du? Wow, fuck, damit mache ich ja mal gar keinen Schaden. Gar keinen. Trifft er mich da? Fuck, aber ich treffe ihn da nicht. Scheiße. Das kann es doch nicht sein. Nein, jetzt haut er wieder ab. Leute, ich brauche Pfeile. Hallo, du hast doch deine Axt rausgeholt. Oh mein Gott, was passiert? Geil. Wirklich, dein Ernst? Oh mein Gott. Also, manchmal habe ich wirklich mehr Glück als Verstand. Habt ihr das jetzt gesehen, dass er da festgebackt war? Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte er alleine dieses scheiß Dorf wieder zurückerobert. Okay. Okay. Ich bin fertig. Mir reicht's schon wieder für heute. Ich gehe jetzt nach Hause, Leute. Geh pennen. Und dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part auf jeden Fall den Ingenieur holen. Und dass wir vielleicht auch gucken, dass wir uns dann eben schon bereit machen, Farnworth einzunehmen. Nur vielleicht dann besser vorbereitet mal wieder. Genau, dann machen wir das jetzt so. Ich düse heim. Beende den Part an der Stelle. Falls er etwas kürzer sein sollte, dann tut es mir leid. Aber wenn ich hier diese Briganten immer mache, dann ist es immer ein bisschen schwer mit der Zeit einzuschätzen, beziehungsweise mit der Aufnahmedauer und wie viel am Ende dann an Material übrig bleibt, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Part. Bye.